Du bist mittendrin in der Immobilienvermietung oder im Immobilienverkauf und du hast eine Flut von Interessenten und du weißt nicht mehr, wie du die vielen Interessenten handeln sollst und wie du letztendlich den besten Mieter oder den besten Käufer für deine Immobilie findest, dann solltest du das Thema Open House beherrschen. Das ist mein Thema heute, wie es funktioniert, wie der Ablauf ist, was es überhaupt ist und wie du es für dich sinnvoll nutzen kannst. Bleib dran! Herzlich willkommen, Immo-Expert. Mein Name ist Ilka Fietz und ich habe dir heute in diesem Immo-Quick-Tipp ein Thema mitgebracht, das heißt Open House. Englischer Begriff heißt offenes Haus. Und das ist auch schon der Begriff, der sehr klar deutlich macht, um was es geht. Ein offenes Haus, offene Wohnung in der Vermietung, im Verkauf. Du hast ganz viele Miet- und Kaufinteressenten und du möchtest den besten Interessenten für dich finden, dann macht ein Open House Sinn. Nämlich, wenn du ganz, ganz viele Interessenten für deine Immobilie hast. Idealerweise sollten es, ich sag jetzt mal, mehr wie 5 sein. Wenn du vielleicht nur 3 hast, ist es ein bisschen suboptimal, weil da braucht nur einer dabei sein, der ein bisschen negativ ist, einfach weil er vielleicht nur den Preis drücken möchte. Aber da ergibt sich dann eine Negativspirale, würde ich nicht empfehlen. Also wenn es absehbar ist, dass du mehr wie 5 Kauf-Mietinteressenten hast, dann wäre das offene Haus für dich prädestiniert. Bei, ich sage jetzt mal, 5 bis 10 würde ich jetzt zum Beispiel auch auf einen Termin alle legen. Mehr wie 10 kannst du durchaus drüber nachdenken, dass du einen Zeitraum angibst, dass nicht zu voll ist. Kommt natürlich auch auf die Größe der Immobilie an. Aber wenn Nachfragen sind bei den Interessenten, solltest du auch ein Ohr für sie haben und ihnen quasi, klar, Themen zum Haus erklären können. Es macht Sinn bei Miete und Verkauf. Wichtig ist, das Haus sollte leer sein oder die Immobilie sollte leer sein oder zumindest unbewohnt. Es sollten also keine wertvollen Gegenstände im Haus sich befinden, die vielleicht danach weg sein könnten, weil du kannst ja nicht allen hinterherlaufen. Kündige deinen Open House Termin an mit Flyern, also nicht nur den Miet- und Kaufinteressenten, die sich vielleicht über die Portale gemeldet haben, sondern kündigen ruhig auch mit Flyern in der Nachbarschaft an, denn diese Interessenten können natürlich gleich dazukommen. Du ersparst dir Getratsche, da habe ich hier nochmal ein Video verlinkt, weshalb es gut ist, die Nachbarschaft mit einzubeziehen in so ein Open House. Dann in dem Termin solltest du möglichst ein Exposé oder ein kleines Datenblatt zu der Immobilie dabei haben, wo die groben Eckdaten, Größe, Zimmeranzahl, Baujahr, Heizung, Miete und Kaufpreis mit drin stehen. Und im Anhang gleich ein Responsive-Element, also sprich ein Flyer oder ein Formular, wo quasi die Interessierten, die tatsächlich dann mieten oder kaufen möchten, dir gleich ein Feedback geben können per Formular, entweder direkt im Termin oder dann vielleicht einen Tag später bis zu einem bestimmten Zeitraum, dass du zum Beispiel einen Kaufanwärtervertrag, ein Formular mit hinten ranhängst, wo sich Kaufinteressenten eintragen kann oder eine Selbstauskunft bei Mietern. Dann gibt es einen festen Termin, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt du dieses Formular zurückerwartest, sodass auch ganz klar ist, bis wann sich ein Kaufinteressent oder Mieter zurückmelden soll. Wenn du dann ganz viele Kaufanwärter und Mietinteressenten hast, dann kannst du im Nachhinein das Bieterverfahren ranhängen und kannst letztendlich damit gucken, dass du den Kauf- oder Mietpreis, je nachdem, was machbar ist, noch ein bisschen erhöhst. Wie das genau funktioniert, Bieterverfahren, habe ich dir hier nochmal verlinkt. Und das war's für heute. Mein Quick-Tipp: Open House, offenes Haus, funktioniert super bei einer starken Nachfrage. Und wenn du im Vorfeld deine Hausaufgaben gemacht hast, indem du deine Immobilie weit verstreut angeboten hast. Bis dann, tschüss, dein Ilka von Immo Expert.
Dir hat das Video gefallen? Dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Abonniere meinen Kanal mit Klick auf das Glöckchen und du verpasst kein einziges Video mehr von mir. Gib mir gerne einen Kommentar und wenn du ganz persönliche Fragen hast, dann findest du unter dem Video in der Beschreibung alle Links zu meiner Facebook-Gruppe oder für einen persönlichen Beratungstermin.